Hallöchen Leute und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword für die Nintendo Wii. Das letzte Mal haben wir im Wolkenhort noch ein paar Quests abgeschlossen, vorbereitet, haben die Dämonenmedaille erhalten, die böse verflucht ist. Und haben wir sonst noch was gemacht? Nee, eigentlich nicht. Deshalb gehen wir jetzt erstmal in den Bazaar und besaufen uns. Oder so ähnlich. Nee, wir gehen in den Bazaar und reden nochmal ganz kurz mit der jungen Dame hier. Ich bin so froh, dass du da bist. Nur für dich, Baby. Ich bin so glücklich, wenn du bei mir bist. Wenn ich in letzter Zeit an dich denke, schlägt mein Herz immer ganz schnell. Ist das vielleicht... Liebe, Baby. Ach, sag es nicht so laut, du machst mich ja ganz wild. Okay. Ach, ich will jetzt dahin, zurück zur Arbeit. Willst du das Itemlager nutzen? Klar. Wirklich, ich bin so glücklich. Entschuldige bitte, das ist mir jetzt wirklich peinlich. Also, du willst bestimmt etwas bei mir abgeben, Schatz. Okay. Nur keine Hektik, mein Schatz. Okay, Mann. Eigentlich wollte ich ja nur, ich suche die Toilette. Du kommst doch bald wieder, oder? Ja, ja. Ich gehe nur eben Zigaretten holen. Ich bin gleich wieder da. Nee, wie auch immer. Auch das gehört natürlich zu einer Nebenquest, was ich hier veranstalte mit der jungen Dame. Allerdings ist es dann noch ein bisschen hin, bis wir das dann im Endeffekt komplett durchziehen werden. Jetzt wollen wir uns erstmal auf meinen treuen Vogel stürzen. Und schauen sogleich mal auf die Karte, was da noch so ein bisschen Sache ist. Wir haben einige Schatzkisten, die wir öffnen können. Und eine davon ist genau hier. Das heißt, hier platzieren wir unser Symbol. Das hier nehmen wir weg. Ah, nee, Moment. Hier ist auch noch eine Schatzkiste. Haha. Da hat sich noch eine zweite versteckt. Und hier haben wir auch noch eine. So. Und ich denke, das war's erstmal an die vierte. Ich glaube, ich habe noch eine vierte aktiviert, aber an die kommen wir noch nicht ran. Das heißt, wir schauen jetzt einmal da nach unten. Das brauche ich jetzt nicht schneiden, weil das relativ in der Nähe ist. Das wäre ein bisschen schwachsinnig. Schauen wir doch gleich mal. Hey, was willst du denn, Mann, hier? Ist Überholverbot, ey. Gib mir aus dem Weg, ey. Okay, gut, dann bleib halt, wo du bist. Bleib doch, wo der Pfeffer wächst, Mann. So. Also, da will ich mich genau reinfallen lassen. Nee, Quatsch, die Kiste war aus. Motion Plus, bitte arbeite mit mir, nicht gegen mich. Ah! Okay. Da hat sich mein Motion Plus wieder gedacht, och nö, den lassen wir nicht. So, probieren wir nochmal. Nein. Ja. Nein. Ich glaube, ich muss das mal eben neu kalibrieren. Ich bin gleich wieder da. So, probieren wir das Ganze nochmal. Mal gucken. Ah, ich kann wieder steuern, wie nett. So. Na komm, probieren wir es. Ah, nee, das reicht niemals. Oder? Nee. Okay, gut. Rutsch da runter. Um Gottes Willen. Schauen wir doch mal. Was eine Action, ey. Und wir erhalten eine Herzmedaille. Damit treffen wir häufiger auf Herzen. Nee, jetzt nicht wirklich wichtig. Allerdings als Information für den Heldenmodus, den es ja auch noch in diesem Spiel gibt, was sozusagen der, ich sag mal in Anführungszeichen, Hard-Mode darstellen soll. Man findet im Heldenmodus normalerweise keine Herzen. Mit der Herzmedaille schon. Ja. Das hebelt dann quasi auch den Hard-Mode aus. Also, deshalb spiele ich auch nicht den Heldenmodus, weil ich es nicht einsehe, wegen so einer Kleinigkeit da so ein Terz drum zu machen. Also schauen wir doch mal weiter. Unser nächstes Ziel ist da oben irgendwo. Ich werde jetzt erstmal das hier noch entfernen. Entfernen! So. Und dann schauen wir mal, was es da oben auf den Inseln noch gibt. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, und da vorne ist auch schon Land in Sicht. Schauen wir mal. Ah, dich haben wir leider nicht erwischt. Keine freie, kostenlose 20 Rubine für uns. Schauen wir doch mal, was wir da unten auf dieser Insel haben. Ich wollte gerade sagen, keine freien 20 Rubine.
Weil ich gerade das englische No Free 20 Rupees im Kopf habe, aus irgendwelchen Gründen. Voll komisch, Mann, ey. Ich denk voll Englisch und so, ist voll strange. Wie auch immer. Schauen wir doch mal, was auf diesem kleinen Inselchen auf uns wartet. Und ich hoffe, ich bin nicht zu früh abgesprungen. Nee. Reicht. So. Okay. Gut, prima. Ich habe sogar das Signal relativ mittig gesetzt. Muss ich mich jetzt selbst mal loben. Ich glaube, ich bin von arg weit oben abgesprungen. Das ist ein ziemlich langer Fall. Und ich sollte definitiv den Paraschall ausklappen. Sonst könnte das eventuell ein bisschen wehtun. Vielleicht. So. Dann schauen wir doch mal. Das müsste hier unten irgendwo sein. Ich glaube, auf dieser Insel waren wir sogar schon mal, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und haben uns dort genau diese Kiste geholt. Gut, dass wir das geklärt haben. dann springen wir da hoch, Link. Ich hoffe... Ui, das geht nicht auf, nee. Ich mach mal lieber langsam. Ja, so. Dann müsste das hier unten irgendwo sein. Da geht's ja auch nochmal nach unten. Ah, hier drinnen war das, oder? War das hier drinnen? Wir werden sehen. Mache, boom! Bitte. Bitte? Ah, vielen Dank. Ja, da drin war sie. Wunderbar. Und ein Herz. Und was haben wir hier drin? Einen silbernen Rubin, der 100 Rubine wert ist. Und das ist auch der Grund, warum ich gerne diese ganzen Schatzkisten hole, nachdem ich Quests abgeschlossen habe und nachdem ich eingekauft habe. Denn man findet ziemlich häufig Rubine in diesen Kisten. Und diese würde man ansonsten verschwenden, was nicht ganz so schön wäre. Auch den Weg zur nächsten Insel werde ich nicht schneiden, denn soweit ist das nicht. So, gucken wir mal. Ich glaube aber fast... Doch, das war oben. Da kommen wir ran. Oder? Doch, kommen wir ran. Und klatsch. So, was haben wir denn hier Feines drin? Ich weiß es, wir werden sehen. Und... Ein Herzteil. Yay! Damit haben wir wieder ein weiteres und uns fehlen noch 3 bis zum nächsten Herzcontainer. Damit haben wir erstmal hier alles abgeschlossen, was wir soweit tun können. Und uns bleibt nicht mehr viel weiter, außer uns auf den Weg zum Siegelhain zu machen. Und da wir noch ziemlich viel Zeit haben, sehe ich gerade, werden wir das auch so gleich tun. Und dann mal schauen, was die nette alte Dame uns zu sagen hat. Denn offensichtlich... Sollten wir da mal vorbeigucken, laut Impa. Gucken wir doch mal. Das ist doch schon ein ganz schönes Stückchen. Ich habe eben noch überlegt, ob ich das schneiden soll. Habe dann gedacht, ach nee, so weit ist das eh nicht. Aber jetzt merke ich, oh, das ist doch schon ein bisschen entfernt. Macht aber nichts. So können wir wenigstens ein bisschen das Wolkenmeer hier begutachten und bestaunen. Sind wir aber auch gleich da. Ein bisschen im Sturzflug. Okay. Nicht zu hoch fliegen, ansonsten dauert der Fall wieder ewig. So. Dann haben wir es doch auch schon fast geschafft. Unser Geldbeutel ist fast leer. Wir haben alles gekauft, was wir brauchen. Ist doch super. Ja, darf ich dann jetzt bitte endlich irgendwann mal ankommen? Vielen Dank. Upp. Yay. Mir tut alles weh. Hast du nie gelernt, anständig zu landen, Link? Ah. Was waren das für witzige Vögel? Ah, blinder Passagier.
Und der Goron ist auch noch da. Und was ist das da? Ha. Wo bin ich hier? Was ist hier eigentlich los? Nachdem Zelda verschwunden war, bist du ständig irgendwo unterwegs gewesen. Ich habe mir gedacht, wenn ich mich an dich ranhänge, finde ich Zelda. Aber wo sind wir jetzt? Was ist das hier? Meine Güte, mach doch nicht so eine Panik. Was ist das für ein Ort? Weißt du, ist es Zelda hier? Unter den Wolken sollte doch gar nicht sein, oder wie war das? Ei, ei, ei. Und Link erschweigt ihm quasi die Geschichte. Denn von Erzählen kann man hier nicht reden. So ganz komme ich nicht mit bei dem, was du da erzählst. Ist Zelda nur eine Sicherheit oder was? Oh ja, klar. Gut, sie ist also eine Sicherheit. Sie ist eine Sicherheit. Das ist gut. So ein Glück. Oh je. So, Link, hier ist ja eigentlich ganz nett. Es fehlt nur noch ein toller Name. Hiermit nenne ich dieses Land Badonien. Ja, willkommen in Badonien. Was sagst du da, Link? Du meinst, als dass die alte Frau in dem Tempel dort weiß, wo sie selber aufhält? Alles klar, Link, du hast einen bescheidenen Beitrag geleistet. Jetzt bin ich dran. Von jetzt ab werde ich mich persönlich um die Rettung Zeldas kümmern. Ich werde sie retten und mit ihr den Wolkenhort zurückkehren. Ich werde um Zeldas Hand anhalten. Sie wird ja sagen, wir werden für immer glücklich sein. Du musst dir also gar keine Hoffnung mehr machen. Ich gehe dann gleich mal zu der alten Frau. Viel Spaß noch im Leben, Link. Ja, so oder so ähnlich. Na, was hast du mir denn zu erzählen? Aha, da bist du ja wieder. Nein, wie immer habe ich recht. Mir geht es da ähnlich. Ich bin auch immer dabei, die Wunder dieser Erde zu erforschen. Keine leichte Aufgabe. Soll ich dir etwas davon erzählen? Ja, klar, Mann. Dann hör jetzt gut zu. Ich habe nämlich etwas Neues herausgefunden. Es gibt in dieser Welt Wände und Statuen, auf die schöne Klänge reagieren. Die auf schöne Klänge reagieren. So rum. Willst du mehr dazu hören? Ja, klar doch. Ja, das höre ich gerne. Du bist ein echter Abenteurer. Doch bevor ich dir von Wänden und Statuen erzähle, sag mal, kennst du den Himmelsfalter? Ja. Gut, dann kann ich ja gleich zur Sache kommen. Den alten Schriften zufolge versammeln sich die Himmelsfalter in der Nähe der Statuen und Wände. Beinahe scheinen es, als wüssten sie um deren Besonderheit. Willst du mehr dazu hören? Ja klar, erzähl weiter, Mann. Was interessiert dich? Beides eigentlich. Den alten Schriften zufolge bewegen sich diese Statuen derweilen sie mysteri... Den alten Schriften zufolge bewegen sich diese Statuen derweilen sie mysteriöse Botschaften aussprechen. Ich glaube, das ist grammatikalisch korrekt, allerdings sehr ungünstig ausgedrückt. Das sind fürwahr sprechende Statuen, soll ich dir mal erzählen? Ja. Ja, also ehrlich gesagt bin ich noch nicht ganz so weit, aber beim nächsten Mal kann ich dir mehr darüber sagen, versprochen. So, und jetzt erzähl mir noch was über die Wände, bitte. Wissen Sie Besonderheit? Ja, klar. Wände. Den alten Schriftzufall hat die Göttin diese Wände hinterlassen, damit ein Held sie findet. Und angeblich kommt das, was diese sich wünscht, dann aus den Wänden hervorgesprungen. Man nennt sie Wände der Göttin. Willst du mehr erfahren? Ja, klar. Ja, also ehrlich gesagt bin ich noch nicht ganz so weit, aber beim nächsten Mal. Okay, gut. Schauen wir mal. Ich denke nämlich, hier müsste irgendwo, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, habe ich wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, hier war irgendwo eine Wand in der Nähe auf jeden Fall. Und ich kann eventuell kurz zeigen, wie so eine Wand funktioniert. Wenn das wirklich hier war. War das hier? Ich weiß es nicht mehr. Wir werden sehen. Ich glaube eigentlich schon. Aber... nee. Ich glaube, die kommen erst später. Ah, ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall werden wir... Wiederholungen sind toll. Werden wir die noch früh genug zu Gesicht bekommen?
Ich dachte eigentlich, die war hier irgendwo in der Nähe. Die war bestimmt hier irgendwo in der Nähe und ich werde wahrscheinlich 200 Millionen Kommentare bekommen. Hey, DK, die waren hier in der Nähe, Mann, ey, du Spaste und sowas. Und da denke ich mir nur so, ja, das kann voll sein. Ist mir allerdings dann jetzt auch relativ bums. So, oder kommt die erst später? Ich glaube, die kommt dann hier hin. Oder ist die schon da? Ach nee, könnte ich eh noch nicht verwenden, weil ich kann die Lyra ja noch nicht benutzen. Ups. Okay, gut, dass wir das jetzt geklärt haben. Dann würde ich sagen, das soll es erstmal gewesen sein, bevor wir uns dann jetzt endgültig auf den Weg zur alten Dame machen. Machen wir erstmal Schluss für heute. Wir haben wieder einiges erreicht. Wir haben nochmal die nette Dame vom Itemlager besucht, die sich, glaube ich, etwas in uns verliebt hat. Wir haben die ganzen Schatzkisten, die uns zur Verfügung stehen, im Wolkenmeer geöffnet. Und... Oh. Nein! Schön hier bleiben. Ha! Wunderbar. Und wir haben einen Vierohüpfer gefangen. Dann haben wir den auch endlich mal. Prima. Gut, dann würde ich sagen, das soll es erstmal gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.